Morgen, liebe Pyropupsis. Jetzt haben wir 6.03 Uhr, bin seit einer guten Stunde wach. Werde jetzt erstmal losfahren, meinen Kumpel einsacken und dann geht's mit dem zur ersten Station Richtung Berlin zu Feier. Was geht ab? Pyropupsi TV am Start. Richtung Berlin. Sehr schön, Berlin, Zentrum, Alexanderplatz, aber dafür haben wir heute keine Zeit. Wir müssen abholen. Ist auch vorher jetzt zu Fire Fashion. Ein bisschen F3 abholen. Wir haben ja unseren schönen riesen Platz für unsere Pyrotechnik heute. Extra mit ADR-Fahrzeug. Genau, mit ADR-Fahrzeug. Hier ein bisschen Merchandise in eigener Sache. Wir riechen uns später. Da hohen Wurzeln. So, jetzt kommen wir nach Ossinow-Dolny. Polmarkt. Schauen wir mal, was es Schönes gibt. Ne? Aber erstmal schön tanken fahren. Da sind dann die Parkplätze da hinten. Jetzt hier Ossinow-Dolny. Welcome to the Polmarkt. Single Shots, Triangle Tracker haben wir noch gekauft. Hier noch eine kleine Pyromax Batterie. Ein bisschen farbigen Rauch. Ja, sonderlich günstig war es nicht in Polen. Also empfehlen können wir es nicht, aber naja, was soll's. Alles K3, was wir mitnehmen dürfen. Und von daher, alles gut. Bis dahin. Ich grüße euch, meine Pyros. Ja, den Worten von meinem Vorredner Pyro Rob ist nicht mehr viel anzuschließen. Das Passfire Event war wirklich klasse. Also vielen Dank an Pyro Extrem und den Marco vom Feuerwerksshop für die Organisation. Es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Es war ein super geiles Event. Also ich kann es nur jedem wärmstens ans Herz legen. Wer noch Tickets für München oder Leipzig bekommen kann, das findet nächste Woche statt, der sollte unbedingt zuschlagen. Ansonsten, ja, bestellt euch die DVD, legt mit euren Freunden zusammen, schaut einfach, dass ihr diesen richtig geilen Dokumentationsfilm über Pyrotechnik sehen könnt. Ja, ich habe bewusst darauf verzichtet, noch größere Aufnahmen vom Passfire Event zu machen. Erstens natürlich, weil Film im Kino nicht immer so gut kommt und zweitens einfach, weil ich diese geile Stimmung mitnehmen wollte und das einfach genießen wollte. Und natürlich, weil wir ein bisschen knapp in der Zeit dran waren. Aber nichtsdestotrotz, es hat super viel Spaß gemacht. Wir waren am Ende noch zusammen was trinken, noch was essen, Laune gemacht und ja, der letzte Punkt des Abends war die Pyronale. Und da habe ich jetzt noch ein paar schöne Eindrücke für euch.